Hallo, ich dachte, ich nehme euch heute mal so ein bisschen mit, weil ich habe heute relativ viele Sachen geplant und ja, das wird dann so ein Follow My Day und ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das so findet und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Als erstes wollte ich euch noch mein Outfit zeigen und zwar trage ich die Sonnenbrille, das ist so eine Fake Ray-Ban, die habe ich mal auf dem spanischen Markt letztes Jahr gekauft, weil es heute relativ sonnig ist. Dann trage ich so ein eine Bluse von Zara. Darüber trage ich eine Lederjacke, die ist von Pimki. Dann einfach so eine normale Jeans, die ist von H&M. Und meine Schuhe sind einfach solche schwarzen Vans. Ja. Ich gönne mir jetzt erstmal so einen Fruchtspieß und zwar habe ich den selber gemacht gestern. Und zwar, weil ich jetzt in den letzten Wochen, also bei uns ist gerade in der Stadt so ein Volksfest und da habe ich jetzt so ein paar Mal bei so einem Früchtespießstand geholfen und ja, den habe ich gestern mitgenommen und den esse ich jetzt. Der ist mit Erdbeer-Banane und ich finde, der sieht total lecker aus irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag das so Schokofrüchte und dann mit dieser Musterung, also mit diesen Schokospritzern drauf. Finde ich, sieht total appetitlich aus. Und ja, das gönne ich mir jetzt erstmal. Ja, also wir sind jetzt gerade beim Ikea angekommen und die Sonne blendet. Und ja, wir sind zum Ikea heute, weil ich mir ein neues Bett besorgen will. Und ja. Genau dieses Bett möchte ich haben. Und das ist voll das schöne Zimmer. Dann haben wir noch im Ikea was gegessen. Und ja, abends bin ich dann mit der Katrin auf so ein Konzert, weil sie da Konzertkarten gewonnen hat. Und dann sind wir vorher noch in die Locanda Pizza essen gegangen, was sich als richtiger Fail rausgestellt hat. Weil sie hat halt diese Karten gewonnen und vorher waren wir im Bierzelt, weil da ist bei uns so ein Frühjahrsvolksfest. Und da durften wir essen und trinken so viel, wie wir wollten. Und davor haben wir uns den Bauch mit Pizza vollgeschlagen und dann gab es da nochmal Essen. Ja, naja, dann waren wir auf jeden Fall richtig, richtig vollgefuttert. Ja, und so sieht es bei uns im Bierzelt halt aus. Also das war unter der Woche, da war nicht viel los. Ja, und dann ist Katrin auf die Idee gekommen, so einen Mast hochzukraxeln. Da kriegt man eine Maß geschenkt und ja, sie wollte es unbedingt machen. Und sie hat es dann auch tatsächlich geschafft, mehr oder weniger mit viel Hilfe. Aber ja, das war auf jeden Fall richtig cool. Da haben dann auch alle geklatscht, als sie oben war. Komm schon! Komm schon! Komm! Ja, und dann nach dem Bierzelt haben wir alle noch eine Runde Autoscooter fahren spendiert bekommen. Ja, ich habe da nicht mitgefahren. Ich bin da nicht mitgefahren, weil ich da nicht so gute Erfahrungen gesammelt habe mit Autoscooter. Und da seht ihr nochmal das Bierzelt von außen. Und ja, das war eigentlich auch ganz cool. So, einmal Anstoß. Danach waren wir dann in diesen City Skyliner und dann ging es auch schon gleich los mit dem Konzert und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Einblick in die Musik. Das war ein ziemlich cooles Erlebnis, so direkt vor ihm zu sitzen und wirklich 20 cm von ihm entfernt. Wir saßen direkt davor. Ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit der Musik und melde mich am Ende nochmal. Der Sänger Philipp Dittbanner mit seinem Lied. Sei mal ruhig. Der Philipp Dittbanner, der hat ja gerade im Radio seinen Hit auf Wolke 4. Lass uns die Wolke 4. Und hier im City Skyliner ist heute ein Exklusivkonzert für nur 20 Leute von Radio Gong. 75 Meter. Und ja, Katrin hat eine Karte gewonnen und nimmt mich mit. Und ja, wir sind jetzt hier in diesem City Skyliner, der geht 75 Meter, 80 Meter, sowas in der Richtung hoch. Und dann da oben auf Wolke 4 haben wir dann das Exklusivkonzert. Und ja, das wird richtig cool. Anna, du hast die Folge. Was?
Hallo. So, jetzt geht's einmal 80 Meter in die Höhe. Wir heben schon ab. Die ersten 10 Meter circa sind schon geschafft. Dann sind wir über der Stadt Würzburg und haben das ganze Panorama. Panorama. Ich hab Höhenangst. Jetzt geht schon los. Einmal lächeln bitte. Ist das ein Foto oder Video? Wahrscheinlich Video. Video, das ist der Klassiker. Ja. Aber ich bin auch Medienprofi. Ja klar, und sehr fotogen. Ja, sehr. Also, ich bin wirklich spannend. Möchtest du dich kurz vorstellen? Nein. Was soll ich vorstellen? Ich bin der Simon von Radio Gong und ihr habt einen unglaublich guten YouTube-Kanal gerade drauf, also von daher dranbleiben. Ja, wir müssen noch mal ein Selfie im Video machen, weil ich komme in meinem Video irgendwie kaum vor. So, ich sehe irgendwie aus wie Mongo, aber auf jeden Fall wollte ich auch noch mal was dazu beitragen. So, jetzt ist es ein bisschen besser. Ich wollte mich auf jeden Fall noch mal bei dir bedanken, Katrin. Ich weiß, du musst es angucken und du hörst mir total zu. Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass ich total happy bin, dass du mich mitgenommen hast und dass es ein ziemlich tolles Erlebnis ist. Und ich hoffe, du freust dich auch, wenn du das Video dann siehst auf YouTube, weil ich denke, das ist dann einfach eine Erfahrung, die du dann noch mal länger anschauen kannst, wenn man alles auf Video festgehalten hat. Und danke schön, dass du mich mitgenommen hast. Ich mach das doch gerne. So. Hey Mann. Das sieht so schön aus, die Lichter von oben. Mit dem ganzen Okay. Ich versuche es einfach mal auszublenden, aber es geht. Ich kann nicht vorhin auf. Aber ich finde, sobald man dieses Ding in der Hand hat, jetzt eigentlich. Ja, aber so, wenn du es alleine in den Hund abfangen kannst. Alleine ist es echt schwer. Ich finde schon schön, wenn ich mich nicht einsetzen will. Schon ganz komisch. Aber wenn du das Ding in der Hand hat, geht es eigentlich. So. Besser geht's ja wohl nicht, erste Reihe. So. Ja, dann wenn alle sitzen, würde ich einfach sagen, es ist nicht nur für euch ein unglaublich schönes Event, denke ich, sondern auch, ich habe gerade mit Philipp darüber geredet, ich glaube, es ist sein höchstes Konzert, was er bis jetzt gegeben hat. Und ich hoffe, falls er in irgendwann im Interview in 30 Jahren mit einem Rolling Stones Magazine sein Interview gibt, gefragt wird, was war denn dein größtes Konzert, zumindest in einem Nebensatz erwähnt, das war das größte, aber das höchste, das war damals ganz intim in Würzburg. Von daher jetzt viel Spaß mit unserem Wolke 4 Konzert hier mit Philipp Dittmeier. Genießt es, genießt die Zeit, habt eine schöne Zeit und wie gesagt, genießt auf den Ausblick und eine wunderbare Musik jetzt für euch. Philipp Dittmeier, Wolke 4 und was er alles noch für euch mitgebracht hat. Ja. Ich sag auch noch mal ganz kurz jetzt noch was davor. Ja? Dann reicht es ja auch im Reden. Ja, ich freue mich natürlich, dass es klappt, hier oben dann auch mal für euch zu spielen. Und wir spielen so ein paar neue Sachen auch, die ihr natürlich noch nicht kennt. Kennt ihr ja nur vielleicht Wolke 4. Und genau, wir starten mit Verlaufen. Du hast das Lied. Genau. Alleine durch die Straßen, vorbei an Menschen und Beton. Hab mich mit 80 Grad verlaufen, als ob ich nicht mitgenommen. Bei den Temperaturen immer mal wieder nachstimmen. Deswegen will ich trotzdem ein bisschen mit euch reden. Was habt ihr denn gemacht? Ihr wart jetzt gerade alle Autoscooter fahren. Ja, schön. Weil, das klingt jetzt nicht so begeistert. War mega. Ja. Ohne Scheiß. Einen hat's gefreut. Ja, das ist doch gut. Der Rest hat aufs Konzert gewartet. Ja. Der Rest hat aufs Konzert gewartet. Davor rauchend. Genau, ich würde mal einen rauchen jetzt. Nein, es ist so, ich habe ein bisschen Höhenangst, muss ich ehrlich gestehen. Nicht der Einzige. Du
bist auch nicht. Wegen wem bist du hier? Und wenn man die Augen zu hat, ist das noch ein ganz anderes Phänomen, muss ich gerade feststellen. Genau, wir kommen ja aus Berlin, deswegen haben wir euch mal einen Song mitgebracht, der auch so heißt wie meine Stadt. Mein alter Freund heißt das Lied und das ist ein Lied, ja, ich habe den geschrieben für einen guten Freund von mir damals, der weiß aber gar nicht, dass ich den für ihn geschrieben habe, ich sage das jetzt mal hier so. Und genau, es ist ein Lied über Freundschaft und mein alter Freund heißt es, genau. One, two. Dass du mir nicht so glaubst, ich würde für dich durchs Feuer rennen, ein Engel zu sein. Ich würde gerne bei dir bleiben, ich würde gerne bei dir sein, ich würde gerne mit dir kämpfen, also lass mich nicht allein. Hä? Was kommt jetzt? Was jetzt kommt? Gegen Kapo? Es kommt noch nicht Wolke 4. Oh, wow. Oh. Immer noch nicht. Ja, ne? Ich kann es auch einfach 10-mal spielen. Nein. Nein, in deiner kleinen Welt. Und drehst dich um
zu tief gefallen. Lieber Wolke, viel mit dir als wieder ganz allein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Das war für mich auf jeden Fall echt ein richtig cooler Tag. Und nochmal Dankeschön an dich, Katrin, dass du mich mitgenommen hast. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!